Warnung, in diesem Video werden Meinungen geäußert. Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in diesem Video zu Explain 12. Heute möchte ich über die Bodenfoto-Thematik im genannten Sim sprechen, über die sich ziemlich viele Leute unverhältnismäßig aufregen, ohne sich anscheinend auch nur einen Hauch Gedanken gemacht zu haben. Ich bezweifle, dass ich das mit diesem Video ändern kann. Mittlerweile nervt mich dieser Unsinn aber dermaßen an, dass auch ich mal meinen Senf dazugeben muss. Außerdem wird die Ruhe und Sachlichkeit, die diesem Thema nützen würde, mit einem nicht enden wollenden Schwall aus Schwachsinn geflutet, der Toxizität hervorruft und fördert und nicht nur mir damit den Spaß am virtuellen Fliegen zerstört. Auch ich bin der Ansicht, dass deutlich schönere Bodentexturen eine dringend nötige Verbesserung sind, die der 12er auch beim gerade erfolgten Beta-Release bereits hätte mitliefern sollen. Trotzdem finde ich Orthos, also Bilder des realen Terrains, als Standardtexturen für den Boden illusorisch und denke, dass sie in diesem Sim realitätsfern sind. Dass man Orthos auf den Boden bringt, finde ich dabei gar nicht schlecht. Der Boden sieht real aus, weil man Satellitenbilder nimmt und diese als Texturen verwendet. Das sieht ziemlich gut aus und bildet einen Realismusfaktor, den wir so bisher noch nicht gesehen hatten. Also außer bei Ortho4XP, aber das sind ja keine Standardtexturen, nicht wahr? Aber wie machen die das eigentlich? Microsofts MSFS verwendet Bilder als Bodentexturen, die mit den hauseigenen Satelliten geschossen wurden und die man nebenbei auch noch für den ebenfalls hauseigenen Navigationsdienst Bing Maps nutzt. Diese Bilder werden retuschiert und bearbeitet und dann in den Simulator eingespielt. Um eine kontinuierliche Abdeckung an Satellitenfotos im MSFS zu bieten, könnte man die entweder auf die Festplatten der Käufer kopieren, wenn sie sich den Sim laden, oder eigene Server bereitstellen, die Bilder dorthin verfrachten und sie virtuell an die User-PCs übertragen. Das nennt man dann Streaming. Microsoft hat sich für Letzteres entschieden, weil die schiere Masse an Speicherplatz, der für die komplette Speicherung dieser hochaufgelösten Satellitenfotos nötig wäre, bei den meisten Normalusern nicht vorhanden ist und auch nicht mal ebenso als Voraussetzung zum Ausführen des Sims angeschafft werden kann. Um die Bilder also zu streamen, lädt man sie auf seine Server und lässt den Sim über das Internet eine Verbindung zu diesen herstellen. Über diese Verbindung werden dann die Satellitenbodenfotos von den Servern in den Sim gestreamt, ohne dass sie sich jemals wirklich komplett auf dem eigenen Rechner befinden. Das hat den massiven Vorteil, dass man die Größe des eigentlichen Programms Sim deutlich kleiner halten kann, während dessen Boden trotzdem gut aussieht. Es erfordert aber große, gut ausgebaute und ebenso gut organisierte Serverfarmen und das entsprechende Personal, um sie am Laufen zu halten. Ach so, ja, und genügend Geld muss dann auch da sein, um das alles zu bezahlen. Für Microsoft ist das kein Problem. Man hat Satelliten, die die Bilder liefern und eine ganze eigene Firma, um sie für den Sim zu verwerten. Die Server stehen auch irgendwo rum, da hat man genug von. Ist ja eine Softwarefirma, die brauchen eh eine Menge von denen. Und wenn es dann doch mal nicht genug gibt, kauft man eben welche. Bei einem Jahresgewinn von mehr als 76 Milliarden Dollar in 2021 sind das nicht mehr als Peanuts. Wie viel Jahresgewinn Lamina Research, also der Entwickler von Explain 12, erwirtschaftet hat, konnte ich nicht herausfinden. Bei einer Firma, die um die 10 Menschen beschäftigt, dürfte das aber nicht mal im Ansatz so viel sein. Und selbst wenn es 20 wären, kämen die da nicht hinterher. Ich erzähle euch das deswegen, um ein wenig das Verhältnis herzustellen zwischen dem, was laut vielen Leuten geleistet werden soll und dem, was geleistet werden kann. Also vergleichen wir doch einfach mal Microsoft mit Lamina Research. Hat Lamina Research eigene Satelliten, die die Fotos für den Boden liefern könnten? Haben die eine oder mehrere riesige Serverfarmen mit Zubehör und genug Kapazität für all die Bilder, die sie für eine weltweite Abdeckung des Bodens mit Satellitenbildern bräuchten? Die Antwort lautet bei allen Fragen nein, während sie bei Microsoft immer ja heißt. Lamina Research kann aber nicht einfach so Satelliten in den Orbit schießen, um eigene Bodenfotos zu bekommen. Diese Aktion wäre nicht nur extrem sinnlos, sondern würde Austin Meyer und Kollegen auch innerhalb von Sekunden zahlungsunfähig machen. Da sie aber auch keine eigenen Satelliten besitzen, bestünde ihre einzige Möglichkeit also darin, deren Fotos zu kaufen. Aber ganz sicher nicht von Microsoft, denn die wären schön blöd, eine konkurrierende Firma genau das nutzen zu lassen, mit dem sie ihren eigenen Sim versorgen und damit ihr Alleinstellungsmerkmal aufzugeben.
Jetzt höre ich schon Leute sagen, dass Laminar Research doch einfach einen Deal mit Google eingehen und Satellitenfotos von denen holen soll. Und wisst ihr, wie ich diese Idee finde? Richtig, total bekloppt. Google ist der größte Anbieter von Satellitenfotos auf dem Markt. Man darf die zwar auch für eigene Projekte nutzen, muss dann aber Mondpreise dafür zahlen. Nehmen wir jetzt sinnloserweise mal an, dass Laminar Research wirklich Orthofotos von Google kauft. Was die dafür zu bezahlen hätten, will ich ehrlich nicht wissen. Und dann müssten sie ja auch noch die Server und Zubehör sowie Personal mieten, um die Fotos irgendwo unterzubringen. Und das kostet noch mehr. Falls Laminar Research das wirklich alles bezahlen könnte, was ich übrigens bezweifle, dann würden die sich das Geld irgendwie wiederholen. Und wie ginge das am besten? Richtig, vom Kunden, also von euch, als denjenigen, die den SIM kaufen. Der Kaufpreis würde also sehr viel teurer werden, um die ganzen Kosten für die Fotos und die Server aufzufangen oder zumindest abzufedern. Aus diesen genannten Gründen ist es furchtbar unsinnig für Laminar Research, an die Bebilderung des Bodens mit Satellitenfotos überhaupt zu denken. Das ist schlicht und einfach unrealistisch. Die Orthos als Standardbodentapete hat man deswegen direkt außen vor gelassen und das auch genauso kommuniziert. Seit bekannt war, dass X-Plane 12 entwickelt wird, hat man uns als Kunden mitgeteilt, dass es in diesem Simulator keine Satellitenbilder als Bodenbebilderung gibt. Wer jetzt bei Release des Sims davon also überrascht war, der hat entweder nicht zugehört oder wollte das nicht. Viele der Diskussionen, die ich zum Thema X-Plane vs. MSFS lese, tragen diese unfassbare Toxizität in sich. Überall erwarten die Leute einen MSFS 2.0 und scheren sich einen Dreck darum, ob das realistisch ist oder nicht. Da wird auf dem, was ihnen augenscheinlich nicht gefällt, wie wahnsinnig herumgehackt. Warum machen die das? Fühlen die sich angegriffen? Hat der 12er etwa doch den Weg in die richtige Richtung eingeschlagen? Oder ist das etwa das Einzige, auf dem man noch herumhacken kann? Was viele schlicht und einfach vergessen, ist, dass es in diesem Fall überspitzt gesagt David gegen Goliath steht. Microsoft kann sich einfach nur dadurch, dass sie ein massives finanzielles Polster haben, viel mehr erlauben als eine kleine Firma wie Laminar Research. Das ist im Übrigen auch der Grund dafür, dass ich die $60, die der 12er kostet, keineswegs für zu teuer halte, sondern sie ganz im Gegenteil als eine gerechtfertigte Unterstützung des Entwicklers sehe. Aus meiner Sicht wurde für X-Plane 12, also für die Größe und Möglichkeiten des Entwicklers, sehr viel geleistet, auch wenn definitiv noch einiges nachgereicht und verbessert werden muss.